Wenn du wissen willst, wie deine Bosch GTS 10 XC zu einem zuverlässigen und präzisen Werkzeug wird, dann bleib dran. Ach ja, Mehrteiler. Ich habe mir die Bosch GTS 10 vor ca. 2 Jahren gekauft. Damals habe ich ungefähr 750 Euro für die Säge ausgegeben und bin davon ausgegangen, dass ich eine professionelle Tischkreissäge bekomme. Jedenfalls sagten das so die Artikel, die man im Internet darüber gelesen hat und die YouTube-Videos, die man so gesehen hat, dass die Säge für den professionellen Einsatz im Hobby verwendet werden kann. Nachdem ich die Säge dann ein bisschen ausprobiert hatte, habe ich festgestellt, dass die Säge doch durchaus gröbere Macken hat und das verstehe ich jetzt nicht unbedingt unter einem professionellen Werkzeug. Es soll jetzt aber in dieser Serie nicht darum gehen, die Säge irgendwie schlecht zu machen, sondern ich zeige euch einfach mal die Probleme, die ich an der Säge hatte und zeige euch dann meine Lösungsansätze bzw. wie ich einige Probleme komplett beseitigen konnte. Ja, das erste Problem, was ich festgestellt habe, war der Parallelanschlag. Erstmal die positiven Dinge von diesem Parallelanschlag. Das ist ein Parallelanschlag, der vorne und hinten geklemmt wird, was dem Ganzen unglaublich viel Stabilität gibt. Also, wenn der festgeklemmt ist, lässt er sich eigentlich nicht mehr verrücken. Auch, dass hier vorne dieses Führungsteil in der Schiene aus Metall gearbeitet ist, nicht aus Plastik, ist auf jeden Fall schon mal super. Was ich festgestellt habe, ist, dass der Parallelanschlag, jedenfalls so wie ich ihn vorgefunden habe, nicht im geringsten parallel ist. Und je nachdem, wie man den Parallelanschlag bewegt, sich auch noch komplett unterschiedlich verhält. Bei einer Tischkreissäge ist das normalerweise so, dass das Sägeblatt selber und der Parallelanschlag an der Nut rechts neben dem Sägeblatt ausgerichtet sind. Die Nut ist unveränderbar, da kann man im Prinzip an der Ausrichtung jetzt nichts mehr großartig machen. Der Tisch hier bei der Bosch ist Aluguss, die Nut wird halt dann da in der Fertigung eingegossen und dann ist die Nut so, wie sie ist. Das heißt, alle anderen Teile, wie zum Beispiel der Parallelanschlag, aber auch die Ausrichtung vom Sägeblatt müssen halt irgendwie einstellbar sein, damit man Parallelität zwischen Sägeblatt, Nut und Parallelanschlag herstellen kann. Wenn ich mir die Parallelität zwischen dem Parallelanschlag und dieser Nut anschaue, dann hatte ich das Problem, dass der Parallelanschlag eigentlich eher so stand, also vielleicht sieht man es auf dem Video, hier vorne sieht man noch eine Kante von der Nut und hier hinten ist die Nutkante halt komplett verschwunden. Das heißt, der Parallelanschlag steht übertrieben mal so. So war der Parallelanschlag immer ausgerichtet, egal wie ich den Anschlag geklemmt habe. Egal, ob ich ihn vom Sägeblatt wegbewegt habe, geklemmt habe oder auf das Sägeblatt hinzu und geklemmt habe. Er war am hinteren Ende immer Richtung Sägeblatt geneigt. Und das ist die schlechteste Variante an Neigung, die man halt in einem Parallelanschlag haben kann. Denn das führt dazu, dass wenn man ohne Spaltkeil arbeiten sollte, hier zwischen dem Sägeblatt und dem Parallelanschlag das Werkstück eingeklemmt werden kann und dann einem entgegenschießt, wenn man Pech hat. Dann das nächste ist, es macht einen Unterschied, ob ich den Parallelanschlag vom Sägeblatt wegbewege und dann festklemme. Dann hat man normalerweise eigentlich immer eine ganz gute Parallelität, weil durch dieses Wegziehen und dann Festklemmen richtet sich der Parallelanschlag selber aus. Und wenn er richtig eingestellt ist, dann ist er auch parallel zum Sägeblatt. Anders ist das, wenn man den Parallelanschlag zum Sägeblatt hinzubewegt. Dann bewegt sich das untere Teil schneller als das obere und der Parallelanschlag wird schief. Und wenn man ihn dann festklemmt, hat man das Problem, dass die untere Seite näher zum Sägeblatt steht als die obere Seite, also keine Parallelität vom Parallelanschlag. Das nächste war dann, dadurch, dass das Sägeblatt nicht parallel zu dieser Führungsnut war, ist natürlich dann auch blöd,
irgendwelche geführten Werkzeuge hier drin zu verwenden. Denn man möchte ja keine winkligen Schnitte erzeugen, sondern man möchte parallele bzw. gerade Schnitte erzeugen. Und es braucht auch ziemlich viel Zeit, bis ich dann rausgefunden hatte, dass man diese Motoraufhängung hier und damit dann das Sägeblatt auch durchaus ein bisschen nachjustieren kann und das sogar in ganz guten Toleranzen eigentlich parallel zu diesem zu dieser Nut hier ausgerichtet bekommt. Ja, an der Stelle hier wäre normalerweise kein schwarzes Brett, also keine Filmplatte drin eingebaut, sondern eigentlich wäre hier ein Schiebetisch eingebaut. Der Schiebetisch wird hier in zwei Führungsschienen geführt und ist aus dem gleichen Material gefertigt wie hier die Oberfläche von der Tischkreissäge auch selber, also auch Aluguss. Die Führungen von diesem Tisch selber, die in den Führungsschienen drin sind, sind aber nicht Aluguss, sondern Plastik. Und zwar Plastik, was deutlich unter Maß hergestellt wurde. Und alles, was in Führungsschienen unter Maß ist, bedeutet Spiel. Und diese Führung hat so deutlich Spiel gehabt, dass dieser Schiebeschlitten eigentlich nicht zu benutzen war. Denn zwei Dinge waren problematisch. Das erste, erstmal Parallelität herstellen zwischen diesem Schiebeschlitten und dem Sägeblatt. Oder noch viel besser, Parallelität herstellen zwischen Schiebeschlitten und der Führungsnut hier. Wenn sich der Tisch bewegen kann, weil Spiel ist in den Führungen, während man das Ganze einstellt, dann kann man sich die ganze Einstellerei auch sparen. Denn es wird jedes Mal, wenn man irgendetwas schiebt, sich wieder verstellen oder leicht variieren und sämtliche Messungen, die man dann macht, um zu gucken, ob man jetzt den Schlitten richtig ausgerichtet hat, kann man quasi vergessen. Das zweite ist, in diesem Schiebetisch soll dieser Anschlag hier verwendet werden können und dieses Teil hier, diese T-Nut-Schiene hier, hatte Spiel in dieser Führungsnut. Das heißt, obwohl man diese Schiene hier hinten mit dieser Konterschraube quasi arretieren konnte, so dass sich das nicht mehr bewegt, war das Teil für winkelige Schnitte trotzdem nicht ansatzweise zu gebrauchen, denn man konnte nicht hundertprozentig garantieren, dass diese T-Nut-Schiene immer gleich in diese Führung geschoben wurde. Das heißt, wenn Spiel herrscht, dann kann es sein, dass man das Ganze übertrieben mal so reinschiebt, wenn man Glück hat, dann mal parallel. Dadurch noch, dass man diesen Schiebeschlitten nicht so eingestellt bekommen hat, dass er parallel zum Sägeblatt ist, konnte man auch sämtliche Winkeleinstellungen vergessen, weil die Winkel natürlich dann variieren. Wenn man hier vorne ist, dann mögen es 45 Grad sein. Wenn man hier hinten mit dem Schiebeschlitten ist, dadurch, dass er zum Beispiel nach außen geht, der Schiebeschlitten, sind es dann aber keine 45 Grad mehr, sondern plötzlich nur noch 39 Grad, übertrieben gesagt. Also ich habe das Teil hier für irgendwelche groben Schnitte mal verwendet oder dann, wenn es mir halt auch vollkommen egal ist, ob jetzt einen exakten Winkel dabei rauskommt, weil die einigen Male, wo ich versucht habe, da irgendwelche präzisen Dinge mit zu fertigen und ja, präzise Dinge, was weiß ich, Bilderrahmen zum Beispiel, ja, Bilderrahmen auf Gehrung geschnitten, wenn das keine 45 Grad Schnitte sind, dann ist das halt einfach auch kein schicker Bilderrahmen, sondern ein schiefer Bilderrahmen. Und deswegen habe ich mich kurzerhand dazu entschlossen, diesen ganzen Schiebetisch einfach zu entfernen. Das habe ich übrigens bei vielen Teilen an dieser Säge gemacht. Alles, was mich nervt an dieser Säge und alles, was nicht taugt an der Säge, ist einfach rausgeflogen. Das heißt, ich habe es abgebaut, dass ich auch überhaupt gar nicht mehr in die Versuchung komme, diese Sachen in irgendeiner Form zu verwenden und mich dann auch wieder nur zu ärgern. Ja, wenn wir gerade beim Thema Winkel sind, das Sägeblatt lässt sich ja auch im Winkel verstellen. Über diese Einstellungsmöglichkeit kann man das Sägeblatt von 0 Grad bzw. dann 90 Grad ausgerichtet bis auf 45 Grad Neigung verstellen. Dazu sind auf der linken Seite und auf der rechten Seite Anschläge werkseitig voreingestellt
um eine 90 Grad bzw. eine 45 Grad Einstellung schnell machen zu können. Das heißt, man muss nur diesen Hebel lösen, rüberziehen bis an den Anschlagspunkt und soll dann 45 Grad haben. Ich habe diesen Einstellungen anfangs noch getraut, bis ich dann festgestellt habe, dass ich das besser nicht tun sollte, denn diese Einstellungen waren nicht ansatzweise so, wie sie sein sollten. Also 90 Grad Position war nicht 90 Grad und die 45 Grad Position war auch nicht 45 Grad. Wie das Ding konstruiert ist, dass man diesen Hebel hier erstmal lösen muss, dass es auch ein bisschen schwer ist und man das quasi dann frei verstellt und nicht irgendein Stellrad hat, um das Ganze zu tun. Gut, das ist nun mal einfach die Variante, wie es bei der Säge ist und da kann man halt auch lernen, mit umzugehen, ist aber sicherlich auch jetzt nicht unbedingt die geschickteste Variante, sowas zu realisieren. Ja, wenn wir gerade hier unten sind, dann schauen wir uns nochmal die Tischoberfläche an. Wenn man sich das Ganze mal mit dem Lineal anschaut und das hier anlegt, dann sieht man, dass das hier vorne vom Lichtdurchlass her noch vollkommen in Ordnung ist, also gerade, aber dann hier doch deutlich anfängt zu leuchten. Das heißt, hier kommt Licht durch. Und was das bedeutet ist, dass diese Fläche hier niedriger ist als diese Fläche. Hingegen, wenn man aber sich hier diesen Bereich wieder anschaut und hier mal leuchtet, dann ist da kein Licht mehr. Das heißt, dieses Stück hier, nämlich das Stück, was nach dem Schiebetisch normalerweise kommt, ist auf einer Linie oder Plan mit diesem Teil. Aber das mittlere Teil, eigentlich meiner Meinung nach eines der wichtigsten, da wo nämlich das Sägeblatt drin ist, ist nicht auf einer Höhe mit diesem Teil hier. Ja, wie schlimm ist der Unterschied? Ich habe hier mal so eine Fühlerlehre, das habe ich hier rausgesucht, 0,15 mm, also über ein Zehntel. Und die kriege ich hier ganz locker drunter. Das heißt, im Zweifel sind da mehr als 0,15 mm Differenz zwischen diesem und diesem Teil des Tisches. Wie ist denn eigentlich die Staubabsaugung so an der Säge? Also gefühlt muss ich sagen, ist die Staubabsaugung wirklich nicht schlecht. Ich habe, wenn ich OSB oder MDF säge, durchaus sicherlich öfter mal ein bisschen Dreck um die Säge, aber ich habe doch, wenn ich mal hier da in diese Tonnen reingucke, schon das Gefühl, dass da einiges abgesaugt wird. Problem ist, es wird dann doch vieles doch nicht abgesaugt. Es landet zwar jetzt nicht unbedingt in der Luft, aber es landet unter der Säge. Das heißt, wenn man hier mal reinguckt, dann sieht man vielleicht da unten drunter, da ist die Abdeckung, so ein Plastikgerippe. Und da drin sammelt sich doch einiges an Dreck. Und je nachdem, wie lange man es dann nicht sauber macht, bleibt dann doch sehr, sehr viel Dreck da liegen. Man hat irgendwann so ein kleines Häuflein an nicht abgesaugten Spänen darunter. Und man muss auch da einfach mal nachschauen. Ja, nach den vielen negativen Sachen muss man aber trotzdem sagen, dass es sich jetzt hier nicht unbedingt um eine schlechte Säge handelt. Denn in diesem Preissegment ist sie trotzdem noch wesentlich besser als die ganzen günstigeren Alternativen. Und der Marktpreis hat sich ja auch der Substanz quasi angepasst. Mittlerweile bekommt man die Säge zwischen 600 und 650 Euro, was ich für einen wesentlich realistischeren Preis halte für das, was man am Ende bekommt. Man muss halt einfach seinen Weg finden, das Ganze einzustellen und die Säge halt manuell durch Investition von Zeit auf ein Level zu heben, wo die Säge einfach einen zuverlässigen Job tun kann. Und das kriegt man hin. Und wie ich das mache, zeige ich euch in den folgenden Videos. We'll be right back.